2002, also 5 Jahre nach dem N64, ist das Ding hier in den Handel gekommen, der GameCube. Und dazu gab es seinerzeit natürlich auch jede Menge Werbungen. Und wir haben jetzt mal die 5 geilsten herausgesucht. Platz 5. Mario Kart Double Dash. Double the drivers, double the firepower, double the fun. Only for Nintendo GameCube. $79.99. Jawohl, Mario Kart Double Dash. Ich muss ja sagen, persönlich mein allerliebstes Mario Kart bis heute, weil ich einfach die Idee, dass man die Fahrer switchen kann, beziehungsweise sowieso erstmal mit 2 Charakteren auf einem Kart unterwegs ist, so geil finde. Schon allein, weil man dann auch 2 Items mitnehmen kann. Die Werbung finde ich deshalb ganz cool, weil ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich an einem großen internationalen Flughafen bin und da steht eins von diesen Karts, es juckt mir in den Fingern, einfach mal so ein Ding mitzunehmen, einfach mal zu klauen und damit irgendwie durch die Gänge zu heizen, weil auf dem Flughafen, man hat immer so ewig lange Wege über die Terminals und deswegen ist mir irgendwie dieser Werbespot total sympathisch und ich glaube, wenn man das guckt und man sieht, dass Leute mit Dingen nach sich werfen, die Assoziation Mario Kart ist auch in jedem Fall sofort gegeben. Das heißt, ich finde das ein sehr, sehr schlüssiges Werbekonzept und deshalb unser Platz 5. Platz 4! The cold silence of space only punctuates the feeling of death that emanates from this virtually lifeless planet. Only one thing is alive and well here, evil. And it must be destroyed, decimated, exterminated. But first, it must be found. Nachdem der GameCube erschienen ist, ist Metroid Prime gekommen und das hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe, denn dass man aus Metroid einen Ego-Shooter machen könnte, das war eine total abgefahrene Idee. Bisher waren das ja eben in dem Sinne Side-Scrolling-Action-Adventures. War aber eine Idee, die absolut aufgegangen ist, deshalb sind ja letztendlich auch 3 Spiele der Prime-Serie, also die Trilogie, erschienen und die wiederum ist dann ja auch nochmal aufgelegt worden in einer Trilogie-Ausgabe für die Wii. Nichtsdestotrotz warten wir immer noch darauf, dass Samus nochmal irgendwie ein neues Abenteuer kriegt. Und vor allem ein Prime-Abenteuer fände ich für die Wii U total geil, dass man irgendwie ein bisschen ernsthafte, coole Action auch auf die Konsole bringen würde. Letztendlich finde ich den Werbespot aber auch total krass gemacht, weil der eben so Live-Action-Parts hat, die total geil aussehen. Also das Produktionsbudget für diesen Werbespot muss extrem hoch gewesen sein zu der damaligen Zeit. Weil alles so diese Übergänge zwischen Live-Action und dann Spielinhalt, das ist irgendwie fließend, das ist stimmig. Und ich muss sagen, wenn es mal sowas wie einen Metroid-Film geben würde, dann möchte ich, dass der genau so aussieht wie dieser Werbespot. Platz 3. Nintendo GameCube. Das also ein Werbespot, der sich nicht um ein einzelnes Spiel dreht, sondern um den GameCube an sich, wobei Teile von dieser Werbung wiederum eigentlich wieder einzelne Spots für einzelne Spiele waren, zum Beispiel das mit dem Jetski.
Gibt es auch nochmal als längeren Werbespot. Aber insgesamt muss ich sagen, hätte man mir jetzt diesen Spot gezeigt ohne das Ende und gesagt, für welche Konsole mag das denn Werbung sein? Ich hätte vielleicht eher auf PlayStation getippt, weil so vom Stil und vom Ambiente her ist das irgendwie so gar nicht Nintendo, wie wir es heute kennen. Es ist total düster. Dann mit dieser Drum-Bass-Musik, die damals 2001, 2002, wo der Spot rausgekommen ist, ja auch noch irgendwie total in war. Und dann irgendwie der Typ sitzt alleine in der Kiste und guckt irgendwie wie so ein Bescheuerter. Und das ist ja irgendwie ein ganz anderes Image, als Nintendo heute von Gamern irgendwie vermitteln möchte. Aber ich muss sagen, irgendwie der Style ist ganz geil. Es ist mit Sicherheit auch nicht unaufwendig gewesen, das Ding zu drehen mit so vielen Sets und so vielen Locations. Die Frage ist, hat das den Gamer von damals angesprochen, sich einen GameCube zu kaufen oder nicht? Konnte man sich dadurch irgendwie was vorstellen, was die Konsole zu bieten hat? Man weiß es nicht. Tatsächlich ist das übrigens ein deutscher Werbespot, der wohl im deutschen Fernsehen auch lief, wobei ich mich überhaupt nicht erinnern kann, dass ich sowas jemals im deutschen Fernsehen gesehen hätte. Also es ist mir auf jeden Fall nicht aufgefallen. Aber am Schluss dann auch nochmal ein catchy Phrase, Life is a game. Ja, ist es auch irgendwie. Das also unser Platz 3. Platz 2. I said with mustard. Make it two. Mustard. Control is good. You can see how good as two commanders lead a planetary treasure hunt in Pikmin 2. With two-player mode, may the best scavenger win. Only for Nintendo GameCube. Ready for everyone. Ich muss sagen, wir haben ein bisschen diskutiert, ob wir diese Werbung reinnehmen sollen oder ob das irgendwie nach heutigen Maßstäben vielleicht ein bisschen zu diskriminierend ist, denn die Pikmin-Darsteller sind natürlich alles kleinwüchsige Menschen, aber letztendlich haben wir gedacht, naja, irgendwie ist es ja witzig und es ist ja auch nicht gemein, wie diese kleinen Pikmin losziehen und dem Typen einen Hotdog besorgen und für die Leute, die es vielleicht im Englisch nicht so gut verstehen, er sagt, er möchte den dann mit Senf, also ziehen sie los und holen das Ganze nochmal mit Mustard, also mit Senf. Pikmin 2 ist 2004 erschienen. Da war der GameCube also schon ein bisschen am Markt, ist ja aber auch der zweite Teil. Der erste Teil ist quasi zum Launch erschienen und wir wissen ja alle, dass es dann lange gedauert hat, bis dann letztendlich Pikmin 3 erschienen ist. Insgesamt aber ist das Spiel ja quasi sich selbst treu geblieben. Das Konzept ist ja irgendwie über alle drei Teile das gleiche. Ein wildes Gewusel und das kommt natürlich auch im Werbespot vor und ich muss sagen, ich musste einfach grinsen. Die Idee ist einfach zu göttlich. Platz 1. The world of flesh and blood. Cherish life and never waste. Everyone loves a sunshiny day. We're gonna keep it that way. Let's clean is better than dirty, and dirty's meaner than clean. Let's all lend a helping hand. Mario can't do it alone. He'll spray his water to fly around and clean the sludge that's on the ground. Cause clean is better than dirty, and dirty's meaner than clean. Super Mario Sunshine, only for Nintendo GameCube. Rated E for everyone. Clean is better than dirty and dirty is better than clean. Ja, unser Urwurm Platz 1 natürlich, Super Mario Sunshine, ein unglaublich schlecht gemachter und deshalb umso geiler Werbespot. Ich muss dieses Lied einfach immer wieder hören und ihr werdet es auch noch im Ohr haben, wenn ihr dieses Video längst ausgemacht habt. Super Mario Sunshine ist natürlich jetzt nicht unbedingt der berühmteste aller Mario-Teile. Er ist damals erschienen als Nachfolger zu Super Mario 64, was ja quasi so das Übergame seiner Zeit war. Und da fällt Sunshine dann so ein bisschen raus. Es gibt sicherlich auch viele unter euch, die dieses Spiel nie angefasst haben. Obwohl das vielleicht damals sogar einigermaßen ganz gute Kritiken gekriegt hat. Aber es ist halt irgendwie, dadurch, dass es eben auf dieser Insel stattfindet und so diese typischen Mario-Welten komplett fehlen, muss ich sagen, hat mir da auch immer so ein bisschen die typische Mario-Atmosphäre gefehlt. Diese ganz typischen Welten, in denen man sich immer wiederfindet und so. Und deshalb habe ich das Spiel auch lange überhaupt nicht angefasst und auch bis heute erst nur so peripher immer gespielt, also nie mehr so richtig mit beschäftigt. Insgesamt natürlich grafisch kann man sagen, total auf dem GameCube angekommen. Manche bemängeln ein bisschen schwache Texturen oder eben auch eine schlechtere Kameraführung. Aber ich meine, GameCube war ja seinerzeit tatsächlich eigentlich die technisch bessere Konsole, auch besser als die PlayStation 2. Auch wenn die natürlich den kommerziell wesentlich größeren Erfolg hatte, aber der GameCube war ja schon eine ordentliche Kiste. Naja, jedenfalls Super Mario Sunshine, immer noch ein Exot unter den Mario-Titeln. Aber dieser Werbespot, der ist einfach durch diesen total bekloppten, cheesy Blödsinn-Song so geil, dass wir gesagt haben, der muss auf Platz 1.
Yo, das war unsere Top 5 zu den GameCube-Commercials. Wenn ihr noch weitere Werbespots auf der Pfanne habt, dann könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare posten. Und ihr könnt natürlich Vorschläge machen, was wir noch für andere Top 5 zu anderen Spieleserien oder auch Konsolen machen sollen. Könnt ihr auch alles unten posten. Ansonsten kann ich natürlich nochmal freundlich hinweisen auf die Videos, die wir schon gemacht haben. Denn wir haben ja quasi das Ganze als Rubrik. Zum Beispiel haben wir zuletzt gehabt Werbespots zu der allerersten Xbox und wir hatten auch schon Promis in Videospiel-Werbespots, wir hatten Atari, wir hatten PlayStation, wir hatten alte Nintendo-Spots. Das alles findet ihr, wenn ihr unten auf eines der beiden Videos klickt, dann landet ihr auch direkt bei der entsprechenden Playlist und könnt euch das reinziehen. Ansonsten natürlich bitte wie immer Däumchen hochgeben, wenn euch dieses Video gefallen hat, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und freundliche Worte in die Comments freuen uns sowieso. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Video.